Hallo, herzlich willkommen im Biotopia Lab. Ich bin der Dominik. Und ich bin die Moni. Und wir zeigen euch heute was mit Pilzen. Und zwar zeigen wir euch heute, wie ihr eure eigenen Pilze züchten könnt. Ihr kennt vielleicht die Pilze, die man so im Supermarkt kaufen kann. Zum Beispiel ganz häufig sieht man im Supermarkt die Champignons, die kennt ihr bestimmt. Dann gibt es manchmal auch diese ganz schlabberigen Austernpilze oder diese mit dem dicken Stiel, diese Kräuterseitlinge. Und wir wollen euch heute zeigen, wie ihr solche Pilze zu Hause selber züchten könnt. Was für Pilze züchten wir denn heute? Wir züchten heute auch Austernpilze. Ah, cool. Mhm. Und damit ich dir das besser zeigen kann, würden wir jetzt einmal Platz tauschen. Mhm. Also, was wir brauchen, ist zum einen ein Glas mit Deckel. Das Glas haben wir davor abgekocht, dann haben wir auch einen Löffel davor abgekocht. Und dann brauchen wir noch Küchenkrepp, Pilzbrut, Kaffeesatz und dann können wir auch schon anfangen. Und zwar, also nochmal was zum Abkochen vielleicht auch. Also es ist ganz wichtig, dass man davor alles gut abkocht und auch kein Spülmittel verwendet. Zum einen, weil das der Pilz nicht besonders gern mag, wenn Spülmittel da irgendwie noch im Glas ist. Und zum anderen, das mit dem Abkochen ist wichtig, weil in der Luft um uns herum auch überall Pilzsporen sind. Und wenn die dann in die Pilzzucht gelangen, dann würden die da auch so vor sich hinwachsen und würden eigentlich unseren Pilz dann den Platz zum Leben nehmen. So, also wir fangen damit an, mit dem Löffel, dass wir diese Pilzbrut hier langsam reinlöffeln. Und diese Pilzbrut, wo hast du die her? Die ist aus dem Internet. Ah, die kann man im Internet bestellen. Ja. Okay. So ungefähr einen Zentimeter hoch. Mhm. So, Dominik, hast du Lieblingspilze? Ich habe wirklich einen Lieblingspilz, der ist aber ein bisschen komisch. Der heißt Schopftintling und das ist ein räuberischer Pilz. Der frisst kleine Würmer und der heißt Schopftintling, weil der, wenn der alt wird, der Hut, dann löst er sich in so eine schwarze, glibberige Substanz auf, so eine Tinte sozusagen. Deswegen heißt er auch Schopftintling. Der ist ein bisschen eklig, aber ich finde den witzig. Na, das hört sich ganz witzig an. Glaubst du, den findet man auch bei uns im Wald so, wenn man da... Ja, also jetzt momentan nicht mehr, aber im Herbst auf jeden Fall, ja. Okay, ja. Dann als nächstes geben wir Kaffeesatz dazu. Mhm. Den Kaffeesatz haben wir ein paar Stunden vorher aufgebrüht, abkühlen lassen. Der sollte nicht zu nass sein, damit die Pilzzucht eben auch nicht so schnell schimmeln kann. Und den löffeln wir jetzt auch ungefähr so hoch rein, wie wir auch die Pilzbrut davor drin hatten. Also einfach nochmal hier so eine Schicht drauf. Und davon ernährt sich der Pilz dann? Genau, davon ernährt sich der Pilz, ja. Genau. Und das funktioniert bei den Pilzen dann so, dass die Pilze, mit denen wir das machen, das sind ja so Zersetzer. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel im Wald wachsen, dann zersetzen die auch so tote organische Substanz, wie zum Beispiel Blätter. Da sind sie sozusagen im Ökosystem auch ganz wichtig, weil sie die Müllabfuhr sind vom Ökosystem. Und genau, deswegen machen wir das hier mit Kaffeesatz. Der ist quasi unser Ersatz für das, was die Pilze sonst so in der Natur finden würden. Ich esse ja eigentlich immer ganz gerne Steinpilze. Wie sieht es denn damit aus, wenn man da jetzt das so versuchen würde? Ich fürchte, Steinpilze kann man leider nicht so gut zu Hause züchten, weil Steinpilze eben nicht solche zersetzenden Pilze sind, sondern die brauchen immer Bäume als Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, von denen sie ihre Nährstoffe bekommen. Und deswegen kann man leider Steinpilze nicht so züchten, aber es gibt ja eben ganz viele andere Pilze, die wir jetzt zu Hause züchten können. Ja, und dann macht man hier so dieses Küchenkrepp als nächstes drauf, dann kommt der Deckel dazu, den drückt man einfach nur einmal an und dann ist die Pilzzucht auch schon bereit, um weiterzuwachsen. Man kann jetzt, also man sollte eben den Deckel nicht komplett zumachen, dass noch ein bisschen Luft drankommt und mit diesem Küchenkrepp hat man das eben gewährleistet und es ist auch gleichzeitig doch ein bisschen geschützt, auch vor Schimmelsporen aus der Umgebung. Und wenn man dann ein bisschen Geduld hat, wir haben jetzt hier so eine Pilzzucht, die ist etwa 2 Wochen alt, dann sieht man hier schon, dass dieses Myzel, also das sind diese weißen Fäden, dass die hier schon durchwachsen sind durch diese Kaffee-Tee-Mischung in dem Fall. Also da kann ich noch nichts essen, aber das ist nur das Myzel quasi bisher. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich der wichtigste Teil vom Pilz, weil das ist der Teil, der unterirdisch wächst und der dem Pilz die Nährstoffe besorgt und so weiter. Das, was wir so sehen, diese Hutpilze, die wir auch kaufen und essen, das sind ja nur die Fruchtkörper von den Pilzen, mit denen sie sich fortpflanzen. Und das, was unterirdisch wächst, das kann auch viel größer werden als diese Hutpilze, also diese Fruchtkörper. Zum Beispiel das größte Lebewesen der Welt ist auch ein Pilz.
Und der wächst in den USA, in Oregon, ist ein Hallimasch und ist so groß wie 10 Quadratkilometer. Also echt riesengroß. So groß wird unser Austernseitling, glaube ich, nicht. Aber vielleicht können wir in ein paar Wochen Austernseitlinge essen. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Deckel? Bleibt der jetzt die ganze Zeit drauf, bis wir unsere Austernpilze haben? Wir müssen den Pilz ja regelmäßig auch füttern. Und da nimmt man den Deckel dann natürlich runter und dann löffelt man so einen Teelöffel oder einen Esslöffel Kaffeesatz immer wieder rein. Immer so ungefähr so viel, wie auch dann durchwachsen würde. Mhm. Ja, und wenn das dann irgendwann mal komplett voll ist, das Glas mit weißem Geflecht, dann kann man damit eben weitermachen, das zum Beispiel in Beet pflanzen und dann können die Pilze auch fruchten. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Also ich habe jetzt richtig Appetit bekommen auf Pilze. Ich glaube, ich mache mir heute Abend eine Pilzpfanne. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen und ihr startet jetzt gleich eure eigene Pilzzucht. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Experimentieren.